Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zur allerersten Glitch-Episode zu Super Mario Odyssey. Das wird mein neues Videoformat, was immer mal wieder hier kommt und wo ich über einfach neue Glitches, über lustige Glitches in Super Mario Odyssey rede und sie nachspiele sogar. Und ja, Leute, ich weiß, das Spiel ist nicht mal eine Woche draußen und es gibt schon einige Glitches, die ich euch heute vorstellen werde. Es ist wirklich lustig, es ist verrückt und der eine Glitch ist sogar ziemlich hilfreich. Da Super Mario noch im Hype ist, läuft mein Gewinnspiel noch einige Tage. Ich denke, so eine Woche noch mit der Mario Amiibo und der Bowser Amiibo. Also gibt es zwei Gewinner. Einfach abonnieren und kommentieren unter diesem Video. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Glitch, Leute. Oh mein Gott, der erste Glitch, den ich euch vorstelle, ist wirklich schwer. Also ich habe wirklich lange gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich mir nur dumm angestellt habe oder ob es Glück ist, ob man das irgendwie mit irgendeiner Technik konstant schaffen kann. Ich habe es auf jeden Fall nur einmal geschafft. Aber ich habe es geschafft, Leute, und ich habe es euch aufgenommen. Und zwar im Cityland oder auch im Metro Kingdom in New Donk City. Dort müsst ihr euch einen Motorroller schnappen und zu der besagten Stelle gehen, die ich euch hier zeige. Und zwar steht davor ein Mann. Das ist bei diesem komischen ferngesteuerten Autorennen. Da von rechts, da steht ein Mann. Und dort ist eine kleine Lücke, eine kleine Ecke. Dort müsst ihr mit dem Motorroller euch reinquetschen. Also ihr müsst über den Mann springen, dort hinter reinquetschen. Und dann müsst ihr einfach wie ein Bekloppter Y drücken, weil ihr dann ein bisschen besser steuern könnt. Und euch dann nach links und nach rechts versuchen, durch die Wand zu quetschen. Aber Leute, es ist wirklich kein Spaß. Ich habe mindestens 45 Minuten gebraucht. Es kann aber auch sein, dass ich mir einfach nur dumm angestellt habe. Also ich habe es geschafft. Ich bin dann durchgequetscht worden durch die Wand, war dann dort, konnte absteigen und war sozusagen out of map, beziehungsweise out of bounds, mehr oder weniger, in New Donk City. Und zwar war ich dort in dieser Häuserreihe und dort konnte ich auch von den Häusern, also von das eine Haus in das andere Haus gehen und dort in die andere Wand. Aber sobald man wieder in die Map reingeht, da gibt es nämlich keine Wand. Dort wird man einfach durchgelassen ohne Kollision. Was noch lustig ist, man kann Münzen einsammeln und man kann auch in die Ladezone gehen, wo man zu diesem komischen ferngesteuerten Autorennen kommt. Das kann man von dem Gebäude von innen auch machen. Ich kann es euch nur empfehlen, macht's mal nach. Auf zum nächsten Glitch. Der nächste Glitch ist wirklich ziemlich einfach und jeder von euch kann ihn sofort einfach nachmachen. Und zwar müsst ihr dafür nur ins Cap Kingdom euch einen fliegenden Goomba, ein Paragoomba schnappen. Und das ist auch schon fast alles, Leute. Dann müsst ihr nur zu dieser besagten Stelle, zu dieser einen Ecke, zu dieser einen Kante, die so abgerundet ist, unten hingehen, dort, was ich euch zeige. Und ihr könnt einfach straight da durchfliegen. Es gibt keine Wand, nichts, was euch auffällt, keine Kollision. Ihr könnt einfach durch die Wand und seid dann wirklich unterm Cap Kingdom, in der Map drinne und habt einen ziemlich guten Überblick über alles. Ich habe versucht, in diese kleinen Häuser reinzugehen von den Cap-Geistern, von unten. Ich habe gedacht, man kann in den Zylinder rein, aber die sind von unten zu. Das sind richtige Häuser, also man kommt nicht dort rein, was ziemlich schade ist. Ansonsten könnt ihr auch einfach wieder aus der Map, wenn ihr einfach nach oben fliegt, oder ihr könnt auch sogar in eine Ladezone, wie ich. Ich bin einfach in diese eine Ladezone von hinten reingegangen und dann hat das Level mit dem Frosch auch schon geladen. Einen letzten richtig hilfreichen, wirklich guten Glitch, den ich euch jetzt zeige, könnt ihr im Cascade-Königreich machen. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich immer so 3 bis 5 Glitches pro Ausgabe oder auch eventuell irgendwann mal eine XXL-Ausgabe, wenn es sich lohnt, wenn es dann auch so viele Glitches gibt, weil wie gesagt, das Spiel ist echt gut und hatte bei dem ersten Durchspielen fast keine Glitches. Und wenn ihr im Cascade-Königreich seid, dann macht euch straight auf den Weg zum T-Rex. Und wenn ihr das Spiel zum Beispiel Speedrun wollt oder allgemein einfach nur schnell durchkommen wollt und beim ersten Durchlauf, müsst ihr dann letztendlich im Cascade-König hier oben zur großen Bruderdame mit dem goldenen Chain-Chomp. Entweder macht ihr das auf den langsamen Weg, einmal komplett durch die 2D-Passage und einmal komplett rum, oder ihr macht es so, wie der kleine Trick, Schrägstrich Glitch, eigentlich ist es nur ein kleiner Trick. Und zwar müsst ihr das Trampolin erstmal freilegen vom T-Rex, macht es kaputt, dann springt ihr in die Luft und dann müsst ihr in der Luft einfach schnell ZL oder ZR drücken, um aus dem T-Rex rauszukommen und dann einen Hechtsprung und dann seid ihr schon dort und die Cutscene wird getriggert, beziehungsweise ihr könnt auch so hier hoch, es geht einfach richtig schnell, das ist der schnellste Weg und die Speedrunner machen das auch schon so, die sammeln sich unten den Mond ein, der dort hinter der zerbrochenen Wand ist und dann springen sie hoch und dann sind sie in der Cutscene und dann haben sie auch ihre 5 Monde hier. Also für alle zukünftigen Speedrunner, das ist auf jeden Fall eine Strategie. Ja Leute, es gibt noch weitere Glitches, die ich kenne, aber die ich mir noch ein bisschen aufspare, damit ich noch ein bisschen Content habe, aber ich denke, die nächsten Tage werden noch viele Glitches rauskommen. Ansonsten könnt ihr mal schreiben, wie ihr so ein Format findet. Ich bin raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, abonnieren und kommentieren, dann seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Damit bin ich jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.